Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Zelda Oracle of Seasons. Ja, wir sind jetzt bei den Goronen und ich würde sagen, nehmen wir hier erstmal alles auseinander und gucken, ob hier irgendwas drunter liegt. Ein Herz wäre gerade nicht schlecht. Rubine nehme ich auch. Okay. Big Goron ist so riesig, dass er nicht in unsere Höhle passt. Dabei ist es draußen so kalt. Armer Gorone. Okay. Willkommen auf dem Goronenberg. Es ist so kalt draußen, deshalb bin ich etwas außer Form. Okay. Am Goronenberg kennt man winterliches Klima, aber seit der Tempel der Jahreszeiten versunken ist, wird es immer kälter. Draußen holt man sich sofort eine Erkältung. Oh Mann. Und der Big Goron muss draußen sein. Man sieht schon hier, überall Schnee. Machen wir gleich mal ein bisschen Wärme. So, na, oh, wie ich diese Viecher hasse. So. So, mal sehen. Ja, hier ist was versteckt. So, mal sehen. Na, darf ich blechen? Na, probier es einfach. Verrat es nicht weiter. Oh, so nett. So nett. Sehr nett. Ach, sowas liebe ich. Ah, diese Typen gibt es öfters, finde ich, als wie in Season. Da gab es, glaube ich, ja nur zwei. Der eine gibt Geld und der andere, ja, zieht sein ab. Okay, gehen wir mal weiter hier drinne rumkundschaften. Okay, hast du von der Kronenvase gehört? Die ist bei Sammlern sehr begehrt. Ja, und ich hatte schon mal einen in der Hand. Ich glaube aber, dieser Vasen-Heini hätte gerne eine. So, mit euch rede ich mal nicht, ich habe nichts zu tun. So. Du bist aber groß. Hallo. Hatschi! Ich hab den Nach voll. Acht. Ich so kalt. Hast du etwas, was mich aufwärmen könnte? Glutkerne. Ich hab doch hier. Dann halt nicht. Mehr kann ich auch nicht machen. So, das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Dann springen wir wieder rüber. Bigoron ist weiter oben. Er ist erkältet, also sei leise. Okay. Lava. Hä? Ich hasse die Kälte. Okay. So, mal sehen, ob's reicht. Autsch. Ich schaffe das. Das muss doch zu schaffen sein. Okay, noch ein Versuch. Ja, da hört natürlich die Wirkung plötzlich auf. Ich will einen richtigen Versuch haben, wo ich springe. Okay. Frage mich, wie ich da rüberkomme. Naja. Soll mich jetzt erstmal nicht interessieren. Ich gehe mal jetzt hier lang und gucke mal, was da drüben noch so ist. Ich gerade echt 3 Herzen dafür eingesetzt. Nein, du ziehst mir kein weiteres Leben ab. So, ne? Zack, da laufen wir mal hier durch und da hinten ist was zum Aussprengen. Mistvieh. Komm her. Verdammt. Ja, das passiert, wenn man mal schnell das Bild wechseln will. Ah, ich nehme die Schaufel. Hier ist ja viel Schnee.
So, und hier sind wir oben und da ist ein Schlüssel und da komme ich, glaube ich, nur mit Benny hin. Ah, Mist, Viech. So, was haben wir hier? Gegner, da kann man runterspringen. Lass ich erst einmal. Oh! Meine Güte. So, da gehen wir erstmal dahin. Ah, ja, nee, ist klar. So. Nein! Oh, fass doch die Vase an, Mensch. Leer. Toll. Ja. Die Höhle hat sich durchaus gelohnt. Okay, dann gehen wir doch da oben lang. Na, verdammt. Schaufel. Oh, ja. Gegen die Fichte anzutreten ohne eine Waffe ist lebensmüde. Ja, hat sich ja gelohnt. Und war das mein erster Tod? Ich glaube schon fast ja. Ihr Schweine! Ach du Scheiße. Wenn ich Pech gehabt hätte, wäre ich jetzt schon wieder tot. Okay. Das war ja gerade sowas von überhaupt nicht nett. Herz. Ich brauche eine Fee. Ich brauche Leben. Ja, toll. Nett von dir, dass du hergekommst, um mich zu sehen. Soll ich dafür sorgen, dass du mehr Ringe tragen kannst? Natürlich. Dann zeig mir dein Etui. Dies nach dort und das dahin. Okay, fertig. Yay, größeres Ringetui. In ihm kannst du nun drei Ringe aufbewahren. Sehr nett. Für sich allein zu leben ist nett, aber man ist oft einsam. Ja. So, na. Link, danke. Und hier ist nix. Herz. Rubin. Rubin. Mensch, zwei Herzen mindestens noch. So. Na, noch irgendwo eins. Yay, Herz. Gut. Na komm, Benny, na komm. Ah, toll.
Was? Warum? Alter, willst du Stress? Ich höre ja schon auf. Willst du einen Rat? Selbst wenn ein Schloss da ist, braucht man immer noch den Schlüssel dazu. Du Idiot, er befindet sich im westlichen Tal. Was du nicht sagst. Ich höre ja schon auf. Willst du einen Rat? Selbst wenn man einen Schlüssel hat, braucht man immer noch ein Schloss dazu. Trottel, es befindet sich auf dem Gipfel. Okay. Okay. Zurückdenken von Nüsse ist verboten. Wir haben es trotzdem getan und freuen uns. Hier ist nix. Da unten ist ein Gazabeet. Und ich denke, Benny will immer noch nicht kommen, ne? Warum kommt der nicht? Ich könnte jetzt auch versuchen, da lang zu springen, aber... Ach komm, versuchen wir es einfach. Auch wenn ich zweifle, dass ich solche Kunstsprünge vollziehen kann. Was? Nee, nee. Vor allem den obersten Sprung kriege ich so nicht hin. Ja, gut. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich irgendwie Benny bekomme. Aber warum der hier nicht irgendwie kommt? Ich meine, die Flöte habe ich ja. Hallo. Hey, Benny. Oben am Baum hängt eine Frühlingsbanane. Die Felsblumen blühen aber erst im Frühling. Und hochklettern kann ich nicht. Ob man da gar nichts machen kann? Kann man bestimmt. Mal sehen. Mist. Schade. Teleporter zu Symbrosia. Aber erstmal machen für den Benny. Sommer. Sommer. Gut. Ach so, gut. Wir haben Frühling. Gut zu wissen. Tja, dann gucke ich erstmal, was hier drüben ist. Da ist das Schloss. Dann springe ich hier mal runter. Ja, toll. Hat sich gelohnt. So, aber diesmal kommen wir erstmal nach Symbrosia. Bam. Gut. Ja. Das war natürlich wieder mal gekonnt. Was? Was? Ey. Was ist das? Komisches Ding. Du bekommst dieses Erz dafür. Vielen Dank. Du hältst falsches Erz. Völlig unnütz. Beschaffe dir deine Feder wieder. Hier, nimm das und das. Die zwei sind nach Hause geflitzt. Ob sie wieder so etwas Seltsames gefunden haben? Hier, spüre den... Ich steinige dich. Ey, komm, lass uns einen Schatz verbuddeln. Niemand darf uns dabei sehen. Falls doch, rennen wir hier fort. Ihr Schweine!